Herzlich willkommen bei Wurzelheimat mit meinen Kollegen Otto Altmann, Manfred, Johann, Lorenz zum heutigen Thema das Wunder Bruno Gröning. Und dazu haben wir wieder fantastische Gäste eingeladen. Peter Reisbeck, Dr. Elisabeth Doggendorf und Norbert Brauchler. Ich grüße euch sehr herzlich. Das Thema Wunder ist mit Sicherheit für die Wissenschaft, für Medizin ein bisschen ein Problem, denn man will schon gerne Wunder, denn es gibt ja nichts, es gibt zwar Dinge, über die man sich wundern kann, aber es gibt tatsächlich Dinge, die ja, als Wunder passieren und über die wollen wir heute sprechen. Und zwar über Wunder von einem Mann, der 1906 geboren worden ist, eine schwere Kindheit hatte, durch auch Höhen und Tiefen des Lebens kam, auch durch den Zweiten Weltkrieg. Und dann nach diesen Tätigkeiten mal für Aufsehen gesorgt hat, hier in Bayern und über die Welt hinaus, dann später noch. Und bevor wir über ihn sprechen, würden wir uns gerne mal einen kurzen Trailer dazu ansehen. Und dann würde ich die Regie bitten, uns kurz den Film von Bruno Gröning einzuspielen. Bruno Gröning war in den 50er Jahren als Wunderheiler bekannt geworden, als unfassbare Heilungen berichtet wurden und zehntausende Menschen zu seinen Wirkungsstätten strömten. Er wollte den Menschen helfen, den Menschen, die glaubten, er könne ihnen helfen. Und ich habe den Eindruck, dass er vielen von ihnen tatsächlich helfen konnte und auch, soweit er arbeiten durfte, geholfen hat. Bekannt wird er im Frühjahr 1949, als im westfälischen Herford von aufsehenerregenden Wunderheilungen berichtet wird. Schnell beginnt ein Medienrummel, der das ganze Land über Monate in Atem hält. Die Presse erklärt Gröning zum Wunderdoktor. Zeitungen und Zeitschriften aus ganz Deutschland schicken ihre Berichterstatter. Ich war damals Reporter bei der Abendzeitung in München, 20 Jahre alt, ehrgeizig natürlich. Und es kamen Meldungen aus Herford über einen sogenannten Wunderdoktor Gröning. Und da wurde ich darauf dahin geschickt. Es war eine Gegend, die ich überhaupt nicht kannte. Und jedenfalls kam ich abends an und vor dem Haus war eine riesige Menschenmenge. Es war dunkel und es hat geregnet, soweit kann ich mich erinnern. Und weil sich eben das wie ein Lauffeuer rumgesprochen hatte, dass er da Menschen heilen kann in größeren Mengen, war der ganze Wilhelmsplatz voller Leute, Lahme, Kranke aller Art, Gebrechliche, mit Stöcken, mit Bahren, mit Rollstühlen. Und ich konnte also in der Nacht wohl noch, oder ich war länger, ich war zwei Tage dort, jedenfalls im Laufe dieser Zeit einige Spontanheilungen erleben und habe die so beschrieben. Vom Hof her kommt die Kunde, dass sich ein Gelähmter plötzlich erhoben habe. Ich eile hin. Adalbert Schneider aus Derschlag, seit 3 Jahren völlig beingelähmt, ist mit Unterstützung seiner jungen Frau aufgestanden und etwa 20 Meter gegangen. In dieser Nacht und am darauffolgenden Samstag notiere ich unter anderem noch folgende Heilungen. Cäsar Zielinski aus Lottinghof, dem durch Blutkreislaufstörung das linke Bein und der rechte Arm gelähmt gewesen sind, innerhalb von 3 Minuten völlig geheilt. Regina Schmidt, 14 Jahre alt aus Porz, seit 11 Jahren gelähmt, kann plötzlich den steifen Fuß wieder bewegen. Im Sommer 1949 kommt es auf einem Pferdegestüt in Bayern zu spektakulären Massenheilungen. Zehntausende Menschen strömen täglich zum Rosenheimer Traberhof, um Gröning zu sehen. Auch aus dem Ausland kommen Kranke. Es ereignen sich unfassbare Szenen. Das war ja ein richtiger Trubel. Alle Zeitungen waren voll. Und nun war natürlich jeder gespannt, was wird kommen. Und jeder war in einer gespannten Haltung. Und als wir in der Nähe des Traberhofes kamen, mit einmal, Hosianna, Hosianna, Hosianna. Ich habe das heute noch im Ohr. Das war erschütternd. Und was war geschehen? Es war eine
Eine ältere Dame, das war die Großmutter, die hatte ihren Enkel dort und den hat sie, der war gelähmt, den hat sie spazieren gefahren in einem Wagen und der stand plötzlich auf und ging. Und das war eine Sensation, also ich höre heute noch, das war wirklich eine Sensation. Der stand plötzlich auf und ging und war jahrelang gelähmt gewesen. Wo Bruno Gröning auftaucht, ist er von Heerscharen von Kranken umlagert. Der Journalist Rudolf Spitz berichtet Ähnliches. Um 19 Uhr standen Tausende in der Sonnenstraße. Um 22.30 Uhr standen sie noch. Ich habe in 5 Jahren Krieg viel erlebt. Nie aber war ich erschütterter als in den 4 Stunden, in denen ich Bruno Gröning gegenübersaß und eine grauenhafte Parade des Elends und der Leiden erlebte. Epileptiker, Blinde und Gelähmte auf Krücken drängten zu ihm. Mütter hielten Gröning ihre gelähmten Kinder entgegen. Es gab Ohnmächtige. Schreie klangen auf, flehende Hilferufe, Bitten, Wünsche, Stoßseufzer. Seit Bruno Gröning in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist, steht er unter Beobachtung der Behörden. In Herford hatte er schon Anfang Mai 1949 Heilverbot erhalten und auch in Bayern wird ihm trotz des anfänglichen Wohlwollens im September 1950 das Heilen verboten. In der Folge kommt es 1951-52 in München zu einem Prozess unter dem Vorwurf der unerlaubten Ausübung der Heilkunde. Doch nicht nur seine Anhänger halten das Vorgehen der Behörden für überzogen. Ende November 1958 reist Gröning mit seiner Frau nach Paris. Während in München der Prozess in die entscheidende Phase geht, lässt er sich von einem befreundeten Krebsspezialisten in der Klinik Enner unweit von Montmartre untersuchen. Die Diagnose lautet Magenkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Das Ende des Prozesses erlebt Bruno Gröning nicht mehr. Trotz 2 Operationen am 8. Dezember und 22. Januar stirbt er am 26. Januar 1959 in Paris. Elisabeth, das sind ja eindrucksvolle Szenen. Ein Mensch, der hier Massen bewegt, kann man fast sagen, da natürlich die Öffentlichkeit aufmerksam wird. Man verbietet mir eben das Heilen. Du als Allgemeinärztin, da kommst du ja aus Graz, du bist mittlerweile im Ruhestand. Wie bist denn du zu diesem Bruno-Gröning-Freundeskreis gekommen? Als Ärztin, das ist doch relativ ungewöhnlich, dass man sich, sag jetzt mal, mit Anführungsstrichen geistiger Heilung und Wunder beschäftigt. Das stimmt. Ich bin eigentlich zufällig. Ich war nicht auf der Suche, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin dort eingeladen worden und ich habe mir den Vortrag angehört. Und den hat ein deutscher Arzt damals gehalten in Graz. Und die ersten Sätze, die er gesagt hat damals, war, es gibt kein Unheilbar, jede Krankheit ist heilbar. Und das war für mich einfach unglaublich. Ich habe mir gedacht, das ist alles Unsinn. Was redet der da für einen Unsinn? Ich konnte es nicht glauben. Ich habe ja in 20 Jahren, wo ich damals im Beruf gestanden bin, nie eine Heilung erlebt. Ja? Weder auf der Klinik noch in meiner Praxis. Das war mir völlig unbekannt. Wir haben es immer geschafft, natürlich, dass man als Arzt am Menschen die Krankheit erleichtert, dass man Symptome behandelt und dass die Krankheit vorübergehend verschwindet. Aber immer mit dem Wissen, dass irgendwann das alles wiederkehrt. Es gibt keine Heilung im Bereich der klassischen Medizin. Kann es auch gar nicht geben. Mit dem Wissen, das ich heute habe. Okay, das ist natürlich schon sehr spannend, denn jeder geht eigentlich zum Arzt und sagt, ja, wir haben ja diese moderne Medizin, wir haben ja die letzten 300 Jahre hier fleißig gearbeitet, wir haben Schmerzmittel, wir haben Medikamente, wir haben Chemie, alles Mögliche. Und wenn man sagt, okay, ich muss morgen wieder arbeiten, habe Halsschmerzen, dann kriegst du eine Tablette oder keine Ahnung, es gibt ja Herzoperationen, es gibt ja auch tolle Dinge, Organe werden ausgetauscht, aber wenn du natürlich sagst, okay, das sind ja Dinge, die irgendwie ja vielleicht nur verschoben werden, aber nicht wirklich geheilt, das ist schon spannend, oder? Es ist so und es kann gar nicht anders sein, weil nur Symptome behandelt werden am Körper und weil das Göttliche fehlt. Es fehlt in der Medizin heute oder schon lange Zeit Gott, das göttliche Wirken. Und wenn man dann von Bruno Gröning her die Lehre anschaut und dann erkennt oder erfährt, dass jede Krankheit in der Seele entsteht und erst dann auf den Körper übergeht,
und dass eigentlich die Seele überlastet ist mit negativen Informationen und dann kraftlos wird. Der Mensch wird kraftlos. Es ist wie eine Batterie, die nicht mehr richtig gefüllt ist. Und dadurch, ich skizziere jetzt einfach so ein Schema, dass dadurch die Zellen aus der göttlichen Ordnung herausfallen. Ja, Sie führen ein Eigenleben. Ja? Ja, das hört sich natürlich extrem spannend an. Okay, jetzt holen wir plötzlich Gott wieder, in Anführungsstrichen, den wir ja in der Aufklärung irgendwie rausgemittelt haben aus unserer Naturwissenschaft. Und wir sagen, wir können alles ohne Gott erklären. Jetzt kommt er plötzlich wieder zurück über diese Seite der Wunderheilungen, der in unserem Fall eben Bruno Gröning. Bruno Gröning ist ja, sage ich mal, vor die Leute getreten und hat gesagt, nicht ich bin, der dich heilt, sondern ich lasse diesen göttlichen Strom hier durch mich fließen. Und wenn du glaubst, wenn du wirklich daran glaubst, dass du dich selber heilen kannst, dann wird dieser Strom auch bei dir, dieses Göttliche, auch diese Heilung hervorrufen. Und jetzt ist ja das Spannende bei euch. Darum haben wir auch diese Sendung, weil ich gesagt habe, das kann ich fast gar nicht glauben. Du bist ja auch dabei, eben bei dieser medizinischen Fachgruppe, ja, die eben diese Heilungen, also diese spontanen oder sagen wir mal diese Wunderheilungen in Anführungsstrichen, wo die Medizin sagt, wir haben keine Erklärung dafür, ja, dokumentiert. Ich glaube, es gibt irgendwie 18.000 dokumentierte Fälle vorher und nachher. Kannst du noch mal ein paar Beispiele erzählen dazu? Ja, ich kann, also das, was mich am Anfang am meisten fasziniert hat, was ich wirklich nicht glauben konnte, war eine Heilung, wo ein damals 46-jähriger Mann einen übergangenen Herzinfarkt erlitten hat, wo er zusehends an Kraft verloren hat. Ja. Die Symptome waren, dass er keine Luft mehr gekriegt hat, ist klar, weil die Herzleistung sich derartig runtergeschraubt hat. Und ich habe den ja später dann kennengelernt, zuerst habe ich den Bericht gehört. Der hat mir erzählt, er hat 2-3 Stunden gebraucht, bis er sich 2 Socken angezogen hat. Und war mehr oder weniger durch diese verminderte Herzleistung auf es war geplant, ihn auf diese Herztransplantationsliste zu setzen. Und der wird über Nacht geheilt. Ja? Der wacht am nächsten Tag auf und ist vollkommen gesund, springt aus dem Bett raus, stellt sich vor den Spiegel und erkennt, ich bin geheilt, was ist passiert? Ja, genau, das ist dieses Spannende. Denn ich glaube schon, die Medizin kennt diese Spontanheilungen schon. Die sagen, okay, es kommt immer wieder, Anführungsstrichen, immer wieder vor. Aber wenn man sich eben diesen Bruno Gröning Freundeskreis eben ansieht, wie viele Fälle, das ihr dokumentiert habt in den letzten 50 Jahren, sage ich jetzt einmal, 18.000 Dokumentierte, das sind ja nicht alle dokumentiert worden, die wo passiert sind, nur die, wo man halt, sage ich mal, gut dokumentieren hat können. Das ist natürlich schon spannend. Hast du auch eine Heilung erfahren? Ich selber habe keine Heilung erfahren, aber ich habe so vieles mit meinen Patienten erlebt. Und wenn man weiß, wo die Krankheit herkommt, dann ist man nicht mehr ohnmächtig einer Krankheit gegenüber. Und wie ich noch gearbeitet habe, ich habe mich immer eingestellt für die Patienten. Und ich kann mich erinnern, es war, wo ich noch nicht so vertraut war, ja, da war ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich habe die ganze Zeit immer mich eingestellt, aber ich habe nicht darauf geachtet, was passiert wirklich. Die Krankenschwestern haben mir gesagt, schauen Sie mal, kann das sein, der Befund ist so schnell. Gestern war der Wert noch so hoch und heute ist er normal. Und ich war damals so, dass ich gesagt habe, kann nicht sein, das muss man wiederholen. Ja? Nein, es war tatsächlich so. Röntgenbilder, EKG-Befunde, Operationszeiten, ich war sehr viel im Operationssaal, die haben sich einfach heruntergesetzt auf die Hälfte teilweise. Ja, immer wenn ich dann gedacht habe, ja, ich habe mich ja eingestellt. Aber was für mich dann wirklich sehr, sehr interessant war, war, dass ich bei einer Operation dabei war, wo ein Kaiserschnitt gemacht worden ist. Und das Kind war bereits der Hebamme übergeben. Und dann geht es darum, dass als nächstes aus der Gebärmutter praktisch der Mutterkuchen rausgenommen wird, die Plazenta sich löst und dann ist alles voll mit Blut. In dem Moment, wo die Plazenta draußen ist, steigt das Blut im Becken an. Und ja, und dann geht es darum, dass man möglichst schnell die Gebärmutter fasst und zunäht. Dann stoppt das allmählich. Und die zwei Gynäkologen, ja, der eine hat angefangen, also den ersten Stich zu setzen in die Muskulatur und hält inne und ist total erschrocken, weil er sagt, die Nadelspitze ist weg. 3 mm Nadelspitze ist praktisch abgebrochen und in diesem Blutsee versunken. Okay. Und
der verantwortliche Gynäkologe war ganz nervös und wollte das suchen. Der andere hat gesagt, ich bitte dich, schau mal, dass wir das zumachen. Das findest du nie wieder. Das ist, wie wenn du eine Nadel im Heuhaufen suchst. Das ist, vergiss es. Da geht es praktisch um Sekunden, oder? Ja, um Sekunden. Und der andere hat immer gesagt, ja, aber was ist, wenn die Nadelspitze in ein Gefäß, in ein Blutgefäß reingeht und so. Und ich, da bin ich aufgewacht. Ja, da habe ich mir gedacht, bitte Bruno Gröning, lass diese Nadelspitze auftauchen. Und in der nächsten Sekunde fährt der Gynäkologe hin und sagt, schau, was ich da habe. Ja, die war weg. Und daraufhin sagt der andere ganz langsam, Karl, weißt du, was du jetzt erlebt hast? Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Und da, von dort weg, war es für mich erledigt. Also, das ist interessant, wie du sprichst. Vielleicht für die Zuseher, die es noch nicht wissen, ja, vom Einstellen. Ja. Also ihr habt ja eine Lehre, sage ich jetzt mal, die der Bruno Gröning gesagt hat, wie man eben sich bereitstellen muss, um diesen Heilstrom zu empfangen. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist es nicht so, dass man sagt, ich kann mich selber hier heilen, sondern ich kann mich auch für andere einstellen, dass der den Heilstrom bekommt oder diese Wunderheilung. Kannst du noch mal ein bisschen was darüber berichten, wie das funktioniert? Ja, das ist ganz einfach. Wenn ich mich für andere einstelle, dann ist es nichts anderes, wie Bruno Gröning sagt, sie bitten aus dem Herzen und ich tue es. Ja? Und da gehört gar nichts dazu, wie einfach das Herz für einen anderen, die Liebe zum Mitmenschen, wo man vom Herzen sagt, ja, bitte hilf dem. Mehr habe ich nie gemacht. Ja? Es ist so einfach. Es ist eine sehr klare, sehr einfache Lehre, sodass Kinder das im Handumdrehen. Die verstehen das sofort. Wir selber, wenn wir uns einstellen, bereiten uns anders vor. Ja? Da gehört ja auch eine innere Haltung dazu. Und man trennt sich einmal, wenn man Belastung hat oder wenn man weiß, es beschäftigt mich was, dann trenne ich mich geistig einmal, damit die Seele frei wird. Und dann nimmt man nur den Strom auf. Das heißt, ich setze mich gerade hin und mache nicht so über Kreuz, weil da gibt es Blockaden. Ja, über also die Hände. Bestimmt die Technik, wie man sie hinsetzt, genau. Und wie man das dann empfängt. Elisabeth, das Interessante dabei ist ja, dass ihr die Heilungen auf unterschiedlichsten Ebenen dokumentiert. Ihr sagt, wir haben Heilungen, ja, sag jetzt mal ganz, die man auch mehr Röntgenbilder ansehen kann. Ihr erinnert mich an ein Röntgenbild, wo Knochenteile oder Sachen zusammengewachsen sind, die gar nicht mehr zusammenwachsen können, wo ein Arzt sagt, das gibt's nicht. Und dann gibt es Heilungen von Drogensüchtigen, wo man sagt, da gibt es eigentlich keine Heilung. Es gibt Alkoholiker, also es gibt eigentlich nur den Trockenalkoholiker, aber ihr habt auch hier Heilungen. Wie läuft denn so eine Dokumentation ab? Das wird praktisch vorher dokumentiert. Da gibt es ja Akte, der war ja beim Arzt. Teilweise sind ja die über Jahre oder Jahrzehnte krank. Und dann kommen sie zum Bruno Gröning Freundeskreis, dann machen sie eine Sitzung, stellen sich ein. Dann kommt plötzlich innerhalb von kürzester Zeit oder teilweise spontan eine Heilung. Dann schreibt ihr das nieder und dann kommt ihr als Ärzte und sagt, okay, wir möchten das gerne dokumentieren, dass die Menschen erfahren, dass man hier tatsächlich sehen, die Sachen, dass es tatsächlich Wunder gibt. Kannst du da noch ein bisschen genauer auf das eingehen? Ja, wir machen das so. Jemand hat eine Heilung bekommen, ja. Und es so, du sagst also plötzlich oder so, die Heilungen treten in unterschiedlicher Zeit auf. Manche kriegen von einem Tag zum anderen, also auf einmal, von einer Stunde zur anderen. Manche brauchen aber Zeit. Und das können wir auch nicht erklären, warum das so ist. Ja? Aber jetzt hat einer eine Heilung bekommen und schreibt das nieder. Ja, wenn es eine medizinische Heilung ist, dann kommt das in den medizinischen Arbeitskreis. Das sind Ärzte aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Und dann wird dieser Bericht einmal vorgelesen. Ja. Dann müssen da alle Befunde dabei sein, die belegen, dass der die Krankheit wirklich gehabt hat. Ja. Das sind EKG-Befunde, Röntgenbefunde, Blutbefunde, Arztbriefe, Verlaufskontrollen und so weiter. Und Heilung auf geistigem Weg bedeutet ja, dass ein Mensch die Gesundheit erfahren hat, ohne irgendein Medikament, ohne Infusion, ohne Arzt, ja, aus sich heraus, über diese Kraft. Und das ist der große Unterschied. Und wenn wir das erkennen, wenn der irgendeine Tabletten genommen hat, dann ist der nicht mehr, fällt das aus dem Schema raus. Und dann wird es nicht dokumentiert. Dann wird es nicht dokumentiert, dann wird das abgelegt. Ja. Aber wenn es so ist,
dann wird nach einem Dreivierteljahr meistens oder nach einem Jahr, wird das noch einmal geprüft und dann werden die Belege, wie schaut es jetzt aus? Ja? Hat der jetzt einen normalen Blutbefund? Hat sich das normalisiert? Röntgenbilder, ist das EKG normal und so weiter? Es wird alles schwarz auf weiß dokumentiert. Wenn da ein kleiner ein Zögern dabei ist, dann fällt das raus, weil wir ja in der Öffentlichkeit das bestehen müssen. Wenn ich ein Arzt bin, der keine Ahnung hat, dann sage ich, naja, ist ja das schon schwierig zu verstehen, was da geschieht. Weil es sind ja meistens, sehr, sehr oft sind das Menschen, so wie du gesagt hast, die jahrelang Beschwerden gehabt haben. Viele Jahre. Chronisch teilweise schon. Chronisch, unheilbar. Also wenn ich von der Medizin her alles getan habe, damit der Mensch gesund wird, ja, und dann spricht er nicht mehr an, dann ist er praktisch austherapiert und gilt als unheilbar. Und genau solche Menschen kriegen Heilung. Das ist ja das Faszinierende. Wie ist das möglich? Ja, das zeigt doch offensichtlich, dass dieses Weltbild, das wir jetzt in der Naturwissenschaft haben oder überhaupt generell unser materialistisches Weltbild, große Lücken aufweisen muss, weil sonst wäre dieses nicht möglich, dieses nicht greifbare, dieses geistige, sage ich jetzt mal, oder diese göttliche Kraft, die hinter diesen Dingen, hinter dieser Realität, in der größeren Wirklichkeit einmal agiert, die haben wir rausgemittelt und jetzt sehen wir durch diese Fälle, dass sie wieder reinkommt, oder? In den Alltag, in das Leben und Eye-Opener für Ärzte, für normale Menschen etc., die sich da öffnen, oder? Ja, die Menschen haben Sehnsucht nach Gott. Ja. Die Menschen erkennen einfach, dass das nicht alles ist. Der Bruno Gröning sagt ja, eine Heilung ist ja kein Wunder. Ja, das ist alles kein Wunder. Es ist einfach die Erfüllung von Naturgesetzen. Ja, und nicht, dass ein Naturgesetz durchbrochen wird und man sagt, ein Wunder. Die Wissenschaft sagt ja, Wunder ist eigentlich immer das, was ich nicht erklären kann. Ja, genau. Ja. Aber da gibt's, es ist einfach die Erfüllung von Naturgesetzen. Und es ist ja so beruhigend. Wenn ich mich damit verbinde, dann kann ich erwarten, dass es geschieht. Ja? Na, scheinbar kennen wir noch nicht alle Naturgesetze. Ja. Ja, aber da ist ja auch, wenn du jetzt ein Lourdes anschaust oder die Wallfahrtsorte, die Kirche oder die Glaubensrichtungen haben, die sind normal, diese Heilungen. Und wenn man sie außerhalb dieser Glaubens- oder Religionen macht, dann sind sie Scharlatanerie. Also das ist schon faszinierend. Und der Gröning ist ja damals so angegriffen worden, weil es einfach nicht gepasst hat. Und noch eine Frage, und zwar ist es wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass derjenige, der jetzt diese Heilung will, auch daran glaubt. Das ist es. Das ist ja, glaube ich, die Tür zum Heilen. Ganz richtig, ganz richtig. Aber das Interessante, ich habe ja euch eine lange Dokumentation auch angesehen. Und da waren ja die Leute dabei, die haben gesagt, ich stelle mich auch für Tiere ein. Der gerade angefahrene Hund, da war ein Fall bei euch, da wurde ein Hund angefahren. Und dann ging natürlich die Familie zum Tierarzt und ich sagte, nee, also tut uns leid, wir können denen zwar eine Schmerzspritze geben, aber das wächst nie wieder zusammen, das ist so defekt, die müssen wir eigentlich einschläfern. Dann geht es zum nächsten Tierarzt, der sagt das Gleiche wieder. Und dann sagt, nee, und da kommt jemand auf die Idee, nee, wir stellen uns für diesen Hund ein. Was passiert? Der Hund heilt wieder vollkommen aus nach ein paar Wochen. Auch Röntgenbild. Und es ist alles wieder geheilt, was die Medizin sagt, das geht gar nicht. Sowas gibt es gar nicht, das kann nicht heilen. Aber trotzdem ist es auf dem Bild. Ja, was ist passiert? Ja, weil sich auch der Hund auf den Menschen einstellt. Das ist eine Resonanz, das ist Schwingung. Und wenn diese Schwingung laufen darf, gehe ich davon aus, ist auch das über das Tier genauso eine Schwingung oder genauso eine Energie oder Liebe. Das Interessante, Otto, die werden ja Menschen auch geheilt, die gar nicht davon wissen, dass man sich für sie einstellt. Ja, aber das ist eben, weil derjenige, der für den glaubt und bittet, der weiß einfach oder der glaubt und vertraut auf diese Kraft, dass die überall wirkt. Weil der Kraft muss man ja nicht sagen, also bitte, da braucht man jetzt, dass das Bein wieder zusammenwächst, sondern das ist die höchste Intelligenz. Und es geht nur um mich. Wenn ich das Herz offen habe, wenn ich glaube und vertraue, dann kann alles passieren. Mhm. Alles.
Ja, also auch für ein Tier oder für die Pflanzen. Es gibt ja keine Grenze. Naja, am besten sieht man es ja, wenn die Mutter fürs Kind diese Energie freigibt. Dann kann das Kind auch wieder alles heilen. Wenn Kinder bieten, da kann man zuschauen. Mhm. Ja? Die haben keine Begrenzung. Die wissen nicht, dass es das geht vielleicht nicht oder vielleicht geht das. Ja. Die haben die Glaubenssätze noch nicht so indoktriniert und haben auch nicht die Ausbildung in der was geht und was nicht geht. Die glauben einfach, dass Gott hilft und wenn sie ihn bitten. Norbert, du bist Apotheker. Und Apotheker haben natürlich auch entsprechende medizinische Ausbildung, um diesen Beruf ausüben zu können. Aber ich lese gerade bei dir, du hast selber 7 oder 8 Heilungen erlebt. Ja, ich glaube, es waren sogar noch mehr. Noch mehr, ja. Man vergisst wieder. Weil das wollen wir natürlich jetzt mal als erste Quelle wissen. Kannst du uns ein bisschen darüber berichten, wie bist du zu dem Bruno Gröning Freundeskreis gekommen und wo sind die Heilungen? Ja, das war eigentlich ganz komisch. Gell? Bin ich eingeladen worden zu einer Infoveranstaltung vom Freundeskreis. Da habe ich mir gedacht, was wird das wieder sein? Aber weil es direkt vor meiner Haustür war, man denkt, okay, geh einfach mal hin. Und da steht ein Mann auf der Bühne, legt seinen Arztbericht vor, Krebs im Endstadium. Okay. Der ist fremdgeschickt worden zum Sterben. Der steht jetzt auf der Bühne, ein Jahr später völlig gesund, mit dem neuen Arztbericht geheilt. Da haben wir gedacht, das passt irgendwie nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich bin neugierig. Mhm. Und dann habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, wie diese Lehre, also diese Kraftaufnahme und dann die ganze Lehre einfach jeden Tag umgesetzt, aber ganz konsequent. Ich bin nicht hingegangen, um selber gesund zu werden. Einfach, ich war neugierig, weil es mir ja so fremd war. Ja, und dann ist halt eines nach dem anderen passiert. Ich war ziemlich ausgebrannt zu dem Zeitpunkt, habe einen schweren Gehörsturz hinter mir gehabt. Und wenn ich am Abend heimgekommen bin und wollte Zeitung lesen, also die Zeilen sind verschwommen, also richtig, ich war richtig damatscht. Ich habe es aber nicht kapiert, dass das einfach Energiemangel ist. Und das ist so nach und nach, also ziemlich schnell eigentlich besser geworden. Je mehr Energie ich aufgenommen habe, umso besser war mein Zustand. Okay. Ja, und dann habe ich eine Nahrungsmittelallergie gehabt und eines Tages, ein paar Wochen sind vergangen, gehe in die Küche runter, liegt da eine Banane. Ich schaue mal die Banane, weil ich möchte es unbedingt essen. Gell. Aber wenn die Banane ist, habe ich genau gewusst, dann wird es da rot und juckt und am Hals wird rot und juckt. Allergie gehabt ging ja bei. Ja, genau. Und viele andere Sachen auch noch. Aber ich wollte es unbedingt essen, ich habe es gegessen und es war keine Reaktion. Habe ich gewusst, okay. Probiere die anderen Sachen aus. Ist jetzt was anderes? Ist was anderes, ja. Und dann Heilung. Keine Nahrungsmittelallergie seitdem. Ich vertrage wieder alles. Das war innerhalb kurzer Zeit. Ja, und dann habe ich noch so eine Hautkrankheit gehabt, also Schuppenflechte, die eigentlich schulmedizinisch bis zum heutigen Tag nicht heilbar ist. Und das ist innerhalb von 2-3 Jahren, also wirklich, je mehr Kraft ich aufgenommen habe, umso mehr ist das abgeheilt. Nach ein paar Jahren war das vorbei. Die Sache war erledigt. Also nur Energie aufgenommen und die Lehre umgesetzt. Das war erledigt. Dann, Rückenschmerzen habe ich auch gehabt. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Bin in der Apotheke gestanden, so nach 10 Minuten ist mir das Wasser runtergelaufen vor Schmerzen. Also es war richtig intensiv. Oder eine andere Situation, das sind so Sachen, die vergisst man nicht. Da wollte ich aufstehen da früher und bin ich aus dem Bett gekommen vor lauter Rücken. Habe mir zusammengerollt wie so ein Igel, rausgerollt aus dem Bett, auf alle Viere und dann so langsam hochgezogen. Und das war innerhalb von, ich möchte nicht sagen kurzer Zeit, aber innerhalb von ein paar Jahren, war das komplett weg, die Rückenschmerzen. Ich kann jetzt wirklich zentnerschwere Sachen heben, ohne Probleme. Ist ja weggeblieben. Mhm. Das ist jetzt ja fantastisch schon. Ja. Heißt das nicht, dass man jetzt nicht mehr zum Arzt gehen soll? Oder arbeitet man mit dem Arzt nach wie vor zusammen? Das ist ganz wichtig. Bruno Gröning hat immer darauf hingewiesen, dass man zum Arzt gehen soll. Und dass man dem Arzt Vertrauen schenken soll. Und das machen wir ja auch. Weil der kann ja auch dokumentieren, ob es besser wird oder nicht besser wird. Oder ja, auch das. Aber der Arztbesuch ist immer indiziert, ist immer wichtig. Ja, sonst, manche glauben, jetzt sind sie beim Freundeskreis und nehmen die Kraft auf. Und dann haben sie irgendwie Medikamente, die sie einfach gebraucht haben bis dato. Die kann man nicht einfach weglassen. Ja? Da kann Fürchterliches geschehen. Immer den Arzt einbeziehen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Also, das Thema ist ja diese Befreiung vom Leid, dass man sagt, okay, ich möchte ja nicht mehr leiden, ich möchte ja, wieder mein Leben voll genießen, ob mein Arbeitsleben oder wie auch immer. Und Manfred, ich denke, das wäre ein Stichpunkt, ich weiß ich, du hast ein Lied, das heißt, ich befreie dich vom Leid. Das wäre doch jetzt genau eine richtige Einlage, oder? Das passt doch gut rein, denke ich, ja.
nicht gekommen und auf einmal ist es da. Wie ein ungebetener Gast. Gewusst hat man's immer schon, irgendwie und sowieso. Nur das halt jetzt ausgerechnet nicht passt. Die Seele birgt sie und die Tränen rinnen viel, na na na. Und nix mehr macht dann einen Spaß. Man kann nur rehren und man hasst dann dieses Gefühl. Dabei gibt die Seele nur ein wenig Gas. Komm, befrei dich vom Leid. Jeder weiß, das ist gescheit. Und hast vom Leid die befreit. Ist in deinem Herz all viel Freit. Und dann sing's. Rup du 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 rup du du. Rup du 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 rup du. Ist in deinem Herz all viel Freit. Und wann du durch bist, scheint die Sonne wieder für dich. Und dein Leben fängt neu an. Es gibt viel Menschen jetzt, die wacheln her als wie. Und am Ende sind sie alle dann froh. Es gibt keinen Grund mehr, Leid zueinander drum. Na, 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 weil die Zeit ist vorbei. Lass dir von keinem anderen Menschen mehr was anders sagen, sonst bist du ruckzuck gleich wieder dabei, bei der Suderei. Komm, befrei dich vom Leid. Jeder weiß, das ist gescheit. Und hast vom Leid die befreit. Ist in deinem Herz drin viel frei. Dup 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 dup. In deinem Herz drin viel frei. Dup 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 dup. Ist in deinem Herz drin viel frei. Ja, viel Freude, die haben wir haben, wenn wir geheilt sind, wenn wir Wunder haben. Bruno Gröning, Freundeskreis. Peter, jetzt komme ich zu dir. Warst echt ein Niederbayer, Industriekaufmann gelernt, in einem Industrieunternehmen tätig und hast eigentlich in deinem Leben nichts anderes kennt als wie Leistung, Erfolg, Karriere, steil nach oben, Vorstand, was ich, vom Tennisverein, vom Fußballverein, keine Ahnung, Abteilungsleiter, wie auch immer, das sagt, okay, wenn ich was anpacke, dann geht das bergauf und wenn ich was in die Hand nehme, dann habe ich Erfolg und da kann ich eigentlich fast machen, was ich will und es geht immer gut aus. Richtig. aber dann kam eine Situation, mit der hast du eigentlich nicht gerechnet gehabt, oder? Richtig, ja, genau. Also wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Leben, gell, wenn ich jetzt denke, Bruno Gröning 1959 verstorben, dass der Mann mir mal mein Leben rettet und eigentlich viel mehr, weil er ganz andere Werte in mir hochgeschraubt hat. Also jetzt ist das Leben richtig schön. Wie du sagst, ich habe ein wunderschönes Leben gehabt. Schule, musst kaum was lernen, immer Klassenbester. Sport, Erfolge, Tischtennis, Tennis, Skifahren, Fußball, Meisterschaften errungen. Ja, Beruf ging auch alles super, musste kaum was tun, immer aufwärts auf der Karriereleiter. Immer Erfolg gewohnt. 91 habe ich meine Traumfrau kennengelernt, die Gabi, mit der ich heute noch glücklich verheiratet bin. Und dann denkt man, ja, ist doch alles so einfach im Leben, was jammern denn die anderen immer? Ja, denkt man, gell? Bis im Jahr 2000 dann ein neuer Kollege kam in meine Firma und der hat an der Börse spekuliert. Ziemlich riskant, auf Dollar, auf Yen, italienische Lire gab es nicht zu der Zeit. Und da hat gesagt, das ist ganz einfach, da macht er eine riesen Kohle, braucht er sicher nicht mehr lange arbeiten. Ja, ich war erfolgsverwöhnt, verlieren kannte ich nicht, also habe ich mitgemacht. Immer riskanter mit hohen Krediten, die uns die Bank gab zu der Zeit. Und dann kam aber ein Tag in meinem Leben, wo genau das erste Mal dieses Versagen in mir Raum gegriffen hat. Ich habe an einem Montag im Jahr 2000 eine 500.000 D-Mark verspielt an der Börse. Für mich war das ja eher Spielgeld. Ich habe gar nicht gewusst, dass das passieren kann, weil ich verlieren gab es nicht in meinem Leben.
Und diese halbe Million habe ich auch noch verloren, einen Tag nach einer Wallfahrt zur Heiligen Maria in Altötting. Und das hat mir aus der Bahn geworfen. Dann dachte ich mir, also die Verbindung mit Gott, die bricht jetzt gleich mal ab. Ich habe sonst gebetet, bin in die Kirche gegangen. Aber man dachte, wenn der Herrgott so etwas zulässt, also Unverschämtheit. Ja, und das war der größte Fehler. Ich habe dann erlebt, 9 Jahre, wie man lebt, wenn man nicht mehr in der Gottverbindung ist. Wenn man denkt, man schafft das alles irgendwie alleine. Also dieses Versagen, was an dem Montag da passiert ist, mit diesen Verlusten, die Familie in Schulden gestürzt, das habe ich nicht mehr rausgebracht aus dem Kopf. Na, das hat dich doch in ein Loch runtergedreht, oder? Weil du hast ja diesen Verlust, dieses Versagen plötzlich das erste Mal erleben dürfen. Da dein Gefühl hat sich umgestellt, es hat sich nur noch mehr alles um dieses Geld gedreht. Was hat das mit dir gemacht dann auf der kurzen Zeit dann? Ja, die ersten Tage dachte ich nur, das muss ein Albtraum sein. Ich wache morgen auf und das ist nicht geschehen. Aber leider war es so. Es ist geschehen. Und wie gesagt, dieses Gefühl, ein Versager zu sein, das war so schlimm. Ich dachte wirklich, da ist jetzt ein Schild drauf. So ein Taugenichts, der Peter. Ein Versager, den braucht man gar nicht auf der Erde. Und ich konnte nicht mehr schlafen. Also das war das Erste, was passiert ist. In dem Moment, wo ich mich zum Schlafen hinlegen wollte, haben die Gedanken da Karussell gefahren, wie kannst du das rückgängig machen? Aber ich habe weit über 100.000 D-Mark Schulden gehabt, das kannst du nicht so einfach rückgängig machen. Also nicht mehr schlafen können. Einschlafen hat 2-3 Stunden gedauert. Durchschlafen gab es überhaupt nicht, weil ich immer wieder aufgewacht bin. Und dann war ich völlig erschöpft morgens. Dann kamen körperlich, ich habe immer Kopfschmerzen gehabt, so schlimm, wie wenn der Beil im Kopf stecken würde. Schmerztabletten haben nichts geholfen. Dann, wenn ich was gegessen habe, hat der Magen häufig keine Lust mehr gehabt zu arbeiten. Also ich sah dann aus wie im 7. Monat schwanger. Habe häufig Infusionen gebraucht, Valium habe ich teilweise gekriegt oder musste in die Notaufnahme. Restless Legs, also immer Schmerzen an den Beinen. Und ich war von diesen Jahren, ich war vorher gesund. Ich habe ein harmonisches, glückliches Leben gehabt und von diesen Jahren war ich 30, 35 Mal pro Jahr bei dem Hausarzt, bei allen möglichen Ärzten. Und jeder hat mir eigentlich selber gesagt, wir finden so richtig nichts. Sag ich, schön, aber mir geht's ja so schlecht. Und 2005 war dann der Höhepunkt, da ging es mir so schlecht, dass ich nicht mehr lebensfähig war. Und dann bin ich in eine psychosomatische Klinik für 8 Wochen. Ein schwerer Schritt, geholfen hat es mir nichts. Und dann ging es erst richtig bergab, weil in dem Moment war die Hoffnung weg bei mir. Alle Ärzte durch, Klinik durch. Tja, was machst du jetzt noch? Aber es war ja auch so, du hast ja mir erzählt vor dieser Aufzeichnung, dass du auch gedacht hast, die anderen sind schuld. Zu Hause, im Beruf. Die nerven dich alle. Die sind alle, weil du denkst, du hast ja das Schild drauf, Versager und so weiter und bleibst mir vom Leib. Du hast dich auch isoliert, zurückgezogen. Richtig, ja. Also Selbstvertrauen war im Keller und ich dachte immer, alle anderen sind schuld, weil es gab zu dem, wie es mir schlecht ging, auch mit allen Streit. In der Arbeit nur noch Streit, im Sportverein Streit, in der Familie. Ich konnte keinen Menschen mehr ertragen. Eine Person, Gott sei Dank, meine liebe Gabi, da habe ich einen Engel auf Erden bekommen, der mich getragen hat. Die hat nie Vorwürfe gemacht in dieser ganzen Zeit. Die hat tatsächlich gute Seiten noch gesehen an mir. Bei mir war, ich habe nichts mehr gesehen, dass ich irgendwas Gutes hätte. Und das hat mich gerettet, weil Nepomuk, wenn du in so einer Lage bist, dass nichts mehr funktioniert, körperlich und psychisch, du hast Schulden, du hast nur noch Streit und Konflikte, da waren Tage, da wollte ich einfach ein Ende machen. Das war kein Leben mehr. Ich habe vegetiert, kann man sagen. Du warst dann am Ende? Praktisch. Ich war am Ende. Ja. Die Gabi hat mich getragen in der Zeit und dann, 9 Jahre später, kommt er. Das muss man wirklich mal aussprechen. 9 Jahre hat dieser Leidensweg gedauert, wegen diesen einen Zucken. Richtig, ja. Weil in meinen Gedanken, was passiert ist, heute weiß ich das ja. Ich habe mich verurteilt, kein anderer. Und jeder macht Fehler im Leben, gell? Und dann kam eine Verwandte aus Österreich, die war schon im Bruno Gröning Freundeskreis mit so einer Einladung zum Dokumentarfilm, Phänomen Bruno Gröning, und sagt, Peter, du, ich glaube, das könnte helfen. Und ich sah da drauf und dachte mir, okay, 59 verstorben, noch nie was gehört. Der Film dauert auch noch 5 bis 6 Stunden, ich habe gar nicht die Kraft gehabt. Also habe ich gelogen und habe gesagt, das geht nicht, da haben wir das also und jenes. Aber die kamen ein zweites, drittes und ein viertes Mal und beim vierten Mal habe ich keine Ausrede mehr gefunden. Dann sage ich zu meiner Frau, jetzt gehen wir dorthin, dann haben wir es überstanden. Dann gibt die Maria Ruh, die kommt immer wieder mit dieser Einladung. Also ich habe nicht geglaubt, dass dort was geschehen könnte. Aber wie wir in dem Trailer vorher gesehen haben, da habe ich dann ein paar Dinge mitgenommen. Blinde sehen wieder, lahme gehen wieder, Kriegsverletzte, die Splitterungen heilen. Dann dachte ich mir, wenn das stimmt, und warum soll es denn nicht stimmen, dann gibt es doch für dich auch noch mal eine Hoffnung.
Und an dem Tag hat sich mein Leben wieder in die Hoffnungsspirale. Also vorher ging es nur nach unten und dann war ich auch 9 Jahre da unten. Und dann kam plötzlich wieder, vielleicht gibt es was. Und habe dann mich mehr mit der Lehre Bruno Grönings befasst. Wie der Norbert sagte, auch eingestellt zweimal täglich. Auf den Heilstrom diese Kraft aufgenommen. Auch Gemeinschaftsstunden im Freundeskreis besucht. Es hat sich nichts verändert. Es war nur im Kopf ein bisschen Hoffnung und ein Glaube. Und ich habe auch wieder gebetet zu der Zeit. Okay. Und dann kam der April im selben Jahr. Und da kam ein anderer Bruno Gröning-Freund mit so 20 so Heften. Das sind Heilberichte, Erfolgsberichte, wo die Freunde aufschreiben, was sie erlebt haben. Es ist praktisch das, was wir vorher gerade gesprochen haben. Das genau. Wird auch dokumentiert und nach außen gegeben. Und dann kommen 20 so Hefte und denken mir, ja, ist zwar schön, lesen habe ich ja schon genug, ich möchte eigentlich geheilt werden. Aber ich habe die ins Schlafzimmer gelegt an diesem Samstag im April und abends konnte ich wieder nicht einschlafen. Dann denke ich mir, nimmst einfach mal diesen ersten Schulungsbrief und fang da an zu lesen. Und dann ist das Wunder bei mir passiert. Sonst habe ich 2-3 Stunden gebraucht, um einzuschlafen und ich lese eine halbe Seite. Und dann habe ich noch gespürt, es kommt irgendwie ein Friede, ein Glücksgefühl. Bin eingeschlafen. Zum ersten Mal seit 9 Jahren wieder mal ganz kurze Einschlafzeit durchgeschlafen, das gab es überhaupt nicht. Und wache am nächsten Tag auf und spüre, jetzt ist was anders. Ich war voller Power, voller Tatendrang, ich war glücklich, ich war fröhlich. In der Nacht muss ich mir verzeihen können haben und die Selbstliebe wieder gefunden haben. Alles, was war, ist anscheinend gelöscht worden und ich war wieder neu gestartet auf ein tatenfrohes Leben. Und meine Frau, die Gabi, hat sofort an die Augen gesehen, Peter, du strahlst heute wieder wie damals. Und du musst die Heilung haben. Und so war es auch. Es ist in dieser Nacht, ich bin jetzt kein Arzt und kein Apotheker, aber auch für mich unbegreiflich, was Ärzte 9 Jahre ja alles im guten Willen versucht haben, dass das über Nacht verschwinden kann. Aber ich habe es erlebt und ich kann nur sagen, ich kann diesen Weg nur jedem empfehlen. Und das ist auch mein Antrieb jetzt, warum wir hier helfen, ehrenamtlich, weil ich das jedem Menschen gönne, dass er einfach den eigenen Weg in sich wiederfindet. Wie die Ärztin so schön gesagt hat, Jede Ursache der Krankheit ist in der Seele. Gell? Und wenn man diese Ursache findet, wie bei mir, dieses Versagergefühl, dann kann vieles geschehen. Ja, das ist jetzt für mich wieder der Beweis, ist alles ist Information. Richtig. Es ist, wenn ich informiert werde, dass ich jetzt so viel Schulden habe, also du hast ja die Schulden nicht körperlich gespürt, aber du hast es halt gewusst, dass du es jetzt hast. Richtig. Ist Information und dann reagiert das System. Und Dann kommt eine andere Information und repariert das wieder. Also es ist Information. Man trägt ja dann auch diese Schuld. Ja. Man trägt in Gedanken, man trägt in der Energie, das ist ja praktisch wie Mühlsäcke, mit denen man da ein Leben lang rumläuft. Ja. Und diese Macht der Gedanken, Das kannte ich vorher gar nicht. Gell? Also es hat sich ja nur in der Denkweise was verändert. Ich habe dieses Versager abgelegt und seit der Zeit habe ich erklärt, dass, also früher bin ich den Werten nachgejagt, viel Geld, Karriere, tolles Auto, großes Haus. Aber da habe ich gemerkt, das hilft da alles nichts in so einer Phase. Mhm. Da hilft er wirklich nur, oder jetzt hilft mir wieder, gesund zu sein, glücklich zu sein, einen lieben Menschen an der Seite zu haben. Gutes zu tun, jetzt anderen zu helfen, nicht das für mich zu behalten. Ich wünsche mir einfach, dass die ganze Welt wieder glücklich lebt. Wenn man aus dem Haus geht, dass man Menschen trifft, die lachen, die freundlich sein, die einem fragen, du, was kann ich denn für dich tun? Und nicht wegschauen und selbst mit sich so befasst sein. Das ist mein Antrieb jetzt einfach, das Erlebte jedem weiterzugeben, weil jeder kann es erleben, wenn er sich in Gottes Hände begibt, vielleicht den Weg mit Bruno Gröning geht und sich selbst überzeugt. Ja, Peter, das ist ja das Interessante dabei, was du gesagt hast. Du hast ja einen Wertewandel. Du hast ja nicht nur wieder gesund worden, dass man sagt, ich denke jetzt anders, sondern dein Wertewandel, dass du sagst, okay, diese Dinge, die wir hier in diesem Materialismus ja so sehr, sag ich jetzt mal, anpreisen, wir gehen in die Arbeit, wir lernen, wir studieren, wir werkeln da den ganzen Tag, ne? Von früh bis auf Nacht, um eben uns Dinge anzuschaffen, um diese Befriedigung von außen zu holen. Ne? Dabei kommt die aber von innen. Richtig. Ja. Über Nacht, wenn man will. Ja. Und da sage ich, ich brauche das ganze Zeug so gar nicht mehr. Sondern der Wert, jemand anders zu helfen, steht über allen anderen Werten. Richtig. Ist das nicht spannend? Und da kommen wir nochmal auch auf euren Verein jetzt, wo ihr dabei seid. Da denkt man mir, ja, das ist ja hier eine Anwerbung von irgendwas. Da gibt es wahrscheinlich Mitgliedsbeiträge und man muss irgendwo. Das ist, aber sonst würde man nicht hier sitzen, wenn das so wäre. Ach. Sondern ihr macht das alles ehrenamtlich. Richtig. Das ist natürlich unglaublich. Kannst du uns mal ein bisschen was erzählen darüber, wie das da bei euch so funktioniert? Mit dieser ehrenamtlichen Arbeit. Ja, also keiner, der
irgendwas macht, verlangt irgendwas dafür. Wir machen uns alle einfach aus irgendeinem anderen, weil wir helfen wollen. Weil wir selber so viel Gutes erlebt haben. Und das ganze Werk finanziert sich nur aus Spenden. Wir haben also Gemeinschaftsstunden oder Treffen, Tagungen, da stehen da so Spendenkästchen. Und da kann jeder was reinschmeißen, es kontrolliert keiner, was man einfach so fühlt. Der eine hat mehr, schmeißt mehr rein, der andere weniger. Und das Interessante ist, es ist immer genau so viel Geld da, wie benötigt wird. Weil es gingen da doch ganz schöne Summen drauf. Also die Schulungsbriefe, die werden gedruckt weltweit. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen werden sie übersetzt? 40, 50 Sprachen werden die übersetzt. Alles ehrenamtlich. Und dann werden die ganze Welt verschickt zu Freunden. Ja, aber es ist immer genau dieser Betrag da, der gebraucht wird. Ja, die Frau Häusle hat ja diesen Verein dann aufgebaut, weil die hat ja den Bruno Grüninger nur selbst live erlebt. Nicht? Mittlerweile macht ja der Sohn auch die Vorstandschaft. Und mit einer Akribie um die Welt gezogen und den Menschen diese Lehre oder das, was der Bruno Grüninger gesagt hat, beizubringen. Mittlerweile seid ihr ja auf der ganzen Welt, oder? Und rund um den Globus. In über 130 Ländern, ja, knapp 80.000 Freunde, die hier dabei sind. Und oft nach Infos kommt die Frage, wo ist denn jetzt der Mitgliedszettel, den ich ausfüllen muss? Das gibt es eben nicht. Es ist alles frei. Man kann kommen und gehen, wann man möchte. Man kann nichts unterschreiben. Und wie der Norbert sagt, für manchen ist 1 Euro ein Vermögen, für den anderen sind 50 Euro nichts. Gell? Und die Frau Häusler hat eben an der Seite Bruno Grünings beim ersten Kontakt, ähnlich misstrauisch wie der Norbert, unser Apotheker, 3 Spontanheilungen erlebt von auch ärztlicherseits nicht heilbaren Erkrankungen. Und das hat sie bewogen, diesen Weg mit Bruno Gröning zu gehen. Und 59, bevor er verstorben ist, hat er ihr noch gesagt, ich werde auch sterben wie jeder Mensch, aber ich werde nicht tot sein. Und wer mich dann ruft, dem werde ich helfen, solange Gott das will. Und das hat sie erst mal nicht verstanden, bis sie 2 Jahre später eine Spontanheilung bei ihrer Haushälterin erlebt hat, die auf einem Auge blind war. Und da hat sie verstanden, okay, die geistige Kraft ist immer da, der Körper ist weg, aber die geistige Kraft ist da und hat dann diesen Freundeskreis aufgebaut, da ganz klein zu bauen. Genau, das ist das Spannende, dass eine Idee praktisch dann, ja, sag ich mal, in die Tat umgesetzt wird und sagt, okay, wir können ja das weiter tun. Auch wenn der Bruno Gröning hier nicht mehr unter uns weilt, können wir aber seine Lehre oder das, was er gesagt hat, natürlich auch umsetzen. Und das ist das Spannende, das gibt Hoffnung. Also 130 Ländern, ja. 80.000 Freunde, die dabei sind. Ja. Ja, darum kommen ja auch diese Anzahl, man sagt 18.000 dokumentierte Fälle, ich muss das mal wieder ansprechen, weil man so sagt, na ja, so eine Spontanheilung, man kommt alle 50 Jahre, kommt die einmal vor, wo jemand so über Nacht plötzlich von seinem unheilbaren Krebs geheilt wird. Nein, nein, also Dinge, die, wie gesagt, wir haben ja auch schon vorher gesprochen, Sucht, Menschen, die Alkoholsucht, ich kenne in einem Fall bei euch, der glaube ich war 8 oder 9 Jahre absolut drogen, also alkoholabhängig. Auch über Nacht plötzlich und dann wird das dokumentiert. Und man sagt, der kann sogar wieder mal ab und zu ein Bier trinken, oder, ohne dass er sagt, ich falle wieder zurück in den Alkohol. Das gibt es eigentlich gar nicht, oder? Es gibt keine Suchtheilung, oder? Ein paar Alkohol. Nein, das sind alles trockene Alkoholiker. Wenn der vom Weihnachtsbaum einen Zuckerlaber nimmt, wo Alkohol drin ist, dann kann es sein, dass das alles wieder von vorne beginnt. Ja? Also das ist schon... Und es gibt keine Entzugserscheinungen. Ja? Wenn einer drogensüchtig ist, harte Drogen nimmt, oder ja. Ist ja bei den Rauchern genauso, wenn sie 40 Jahre rauchen, jeden Tag 40 Zigaretten oder was, dann braucht der Körper das. Dann kriegt er Entzugserscheinungen. Das gibt es nicht über diesen Weg. Wenn man diese Kraft aufnimmt, haben wir nie gesehen. Und auch kein... Also Rückfälle, mir sind keine bekannt. Ja? Was mir noch mal so eindrücklich ist von dir... Durch was für ein Tal, dass man gehen muss, dass man dann dort hinkommt, wo das richtige Glück ist. Richtig. Und das gibt ja auch eine Riesenhoffnung dann für andere, die jetzt im Tal stecken, dass das nicht sinnlos ist, sowas. Ja. Und eben nicht im Außen zu suchen, sondern die Lösung ist immer in einem selbst. Das ist mir auch klar. Und diese ganzen Streitereien, die Konflikte, die sind durch mich entstanden. Mhm. So wie ich mich benommen habe, weil ich mir selber nicht ausstehen konnte, so habe ich mit den anderen agiert. Ja. Und dann kommt es zurück natürlich. Wo ich mich wieder gedreht habe, ist das wieder alles harmonisch und wunderbar. Und auch die Angst vor Menschen wieder weg. Gell? Mhm. Und wie du sagst, man sucht ganz oft nach außen oder mal kurz Hand auflegen und dann ist geheilt, aber die richtige Wende im Leben, die Umkehr passiert in einem selbst. Und der Schlüssel scheint ja, im Endeffekt nicht scheint, ist, wie man raushören kann, ja das Vertrauen. Weil die Menschheit hat ja das Vertrauen in Gott verloren, dann gerade 1949, als er begonnen hat, also kurz nach der Kriegszeit.
wo im Prinzip die ganze Welt schwer traumatisiert war, ja, das deutsche Volk war schwer traumatisiert, hat jegliches Vertrauen verloren, alles verloren, was sie aufgebaut haben, und genau da wieder anzusetzen und aus dem Nichts mit einem Lebensgefühl die Menschen da wieder zu fluten, das ist schon sehr, sehr spannende Geschichte. Und eigentlich geht es dann im Prinzip nur ums Vertrauen. Glaube und Vertrauen. Ja. Glauben und Vertrauen. Und dass diesen Weg eben, der ist kostenfrei, gell? Das gibt es ja so kaum. Also man muss natürlich, die das beruflich machen, davon leben, aber bei uns kann jeder kommen, und wenn er gar nichts hat, nie was spenden kann, dann ist er genauso willkommen, weil unsere Erfüllung ist, wenn durch das Wirken Gottes jemand die Heilung kriegt. Ja, und das Vertrauen ist ja in unserer Gesellschaft so flöten gegangen, hätte ich jetzt bald gesagt, dass was nichts kostet, ist nichts, das kann ja nichts bringen, ja, weil es ist ja, ich muss ja keine Gegenleistung bringen. Also wir sind es so gewohnt, gib, nimm, gib. Ja, was die Krankenkasse nicht zahlt. Genau. Wir sind konditioniert, dass wir auf irgendwo eine Leistung irgendwas auch bezahlen müssen. Ja. Und wenn wir nichts leisten, dann kriegen wir auch nichts und so weiter. Alle diese Glaubenssätze, die wir uns natürlich die letzten 100, 200, 300 Jahren durch dieses Weltbild, das wir uns hier hochhalten, da braucht man eine neue Ausrichtung. Wir haben jetzt ja eine Zeit der Krise, wo wir auch plötzlich mit Dingen kämpfen, Dingen, die man auch nicht sieht und irgendwie doch da sind. Und Menschen vielleicht jetzt momentan in Angst sind und sagen, Mensch, wie kommen wir denn hier durch? Keine Ahnung, trifft es mich? Was passiert denn? Aber wenn die wieder erfahren, dass es hier eine Intelligenz gibt, etwas Göttliches, das, wenn man es so nennen darf, das hinter diesem System steckt, die sagt, okay, wenn du mit mir sprichst, dann kriegst du, was du brauchst. Also das ist schon eine ganz andere Nummer, weil ich muss nicht irgendein Geschäft gehen, sondern ich brauche hier nur in mich gehen, oder? Und ist überall verfügbar, diese Kraft. Ja. Aber etwas möchte ich ganz was Wichtiges sagen. Ja, nicht, dass ein falsches Bild entsteht. Es ist jedem diese Kraft zugänglich, ob er am Berg ist oder irgendwo unter Wasser. Es spielt keine Rolle. Er hat was ganz Wichtiges noch einmal hervorgehoben, das Vertrauen. Wenn ich nicht vertraue, ja, dann kann ich nicht gesund werden. Und deswegen können wir keine Heilversprechen geben. Ja, es gibt Menschen, er sagt ja auch, es ist jede Krankheit heilbar, aber nicht jeder Mensch. Ja, es liegt immer an mir, wie sehr bin ich verbunden, wie sehr vertraue ich und glaube ich. Und manche haben einfach vielleicht unbewusst einen Vorteil, wenn sie die Krankheit festhalten. Die werden nicht gesund. Ja, ja, da möchte ich jetzt auch ich kenne ja sehr viele Menschen, die auch in diesen Bereichen tätig sind, die immer sagen, okay, wir haben ja ein anderes Weltbild, die sagen, okay, wir kommen ja hierher mit bestimmten Aufgaben, wir inkarnieren hier mit bestimmten Tätigkeiten, wir sind geistige Wesen, die sich hier verkörpern, das ist ja auch ein ganz anderes Weltbild, als das, was wir jetzt gerade propagieren. Und da kann manche dabei sein, die sagen, okay, ich habe ja mal bestimmte Krankheiten, einen bestimmten Zeitpunkt ausgesucht, um bestimmte Erfahrungen machen zu können. Den kannst du natürlich nicht sagen, okay, die nehmen jetzt eine Krankheit weg, weil er ist ja genau wegen dem gekommen. Was man natürlich in unserer materialistischen Sichtweise, in unserer Logik sagen, wer sucht sich denn sowas aus, das geht ja gar nicht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da haben wir die falsche Perspektive, weil dieses Göttliche oder das System, was dahinter steckt, einen ganz anderen Blickwinkel hat auf das ganze Geschehen, wie das zusammenwirkt und diese Entwicklung persönlich etwas anders ist, als wie eine gesellschaftliche Entwicklung. Es mag für den einen stimmen, was für den anderen nicht stimmt, oder? Perspektive ist wichtig. Ja, es ist die Aussicht auf Heilung wichtig. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man sich eine Krankheit aussucht, sondern die Krankheit entsteht eben durch negative, spricht von Informationen, sagen wir ganz einfach negative Informationen. Und da, wo ich meinen Schwachpunkt habe, ja, dort erscheint die Krankheit. Es ist einfach die göttliche Unordnung. Es fehlt die göttliche Ordnung. Aber Perspektive habe ich jederzeit, indem ich mich verbinde. Ja? Und vielleicht haben die Leute Angst vor Gott. Ja? Ich habe primär auch Angst gehabt, weil ich ihn ganz anders kennengelernt habe als Kind und als Schüler. Aber wir kriegen auch über diese Lehre eine ganz andere Verbindung. Also Gott ist mein bester Freund. Ja? Man kann mit ihm reden wie mit dem besten Freund. Und es ändert sich in der Seele was. Man kriegt auch eine Sehnsucht nach Gott durch diese Kraftaufnahme, wenn man das regelmäßig macht. Ja, das Spüren des Bedingungslosen. Genau. Ja, es gibt keine Bedingung. Ja. Und wenn man das spürt, dann ist alles frei, wie der Manfred so schön gesungen hat. Ja, wir haben ja als Kinder in unseren Glaubensrichtungen, in denen wir aufgewachsen sind, ja immer wieder auch von Strafen in Gott gehört. Oder wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt, dann kommst du ins Paradies oder ins Himmelreich oder was auch immer. Aber das, was Bruno Gröning, diese Lehre, was ihr hier
versucht zu transportieren, sagen, nee, es geht um Bedingungen, es geht um dich. Wenn du sagst, okay, ich bin so weit, ich mache das, dann kann es passieren. Ja, man muss im Herzen den Entschluss fassen, will ich oder will ich nicht. Ja? Mhm. Braucht praktisch keinen anderen dazu, der sagt, du machst mir jetzt bitte heil. Ja. Ja, das mache ich selber. Und auch bloß immer dann, wenn man eigentlich bloß heil, wenn unser Schöpfer das will, wenn es für unser Seelenheil gut ist. Ich meine, ich kann mir jetzt eine Heilung wünschen, aber von oben, er weiß genau, jetzt wenn ich die Heilung kriege, passt noch nicht. Da muss ich halt noch ein bisschen warten. Und das war das, was du gemeint hast, man nimmt was mit, um einfach Erfahrungen zu machen. Die Erfahrung kann man machen und man wird es erst dann los, wenn man wirklich im Glauben ist. Und wenn es für einen gut ist. Oder wenn man die Erfahrung eben durch ist, oder? Die haben gesagt, 9 Jahre, jetzt ist gut. Nachhinein liebe die 9 Jahre, weil die haben mein Leben richtig schön gemacht. Das hört sich verrückt an, das hätte ich vorher nie so denken können. Aber das waren die wichtigsten Jahre in meinem Leben. Weil jetzt erst ist es richtig schön auf der Erde. Vorher dachte ich, es ist schön. Aber das war nicht dieses innere Glück. Ja, da warst du ein Getriebener. Ne? Dann genau. Bist du praktisch immer und sagst, okay, ich bin im Moment. Genau. Jetzt, so wie es ist, so ist es gut, oder? Viel entspannter, ich reg mich über kaum mehr was auf. Also das ganze Leben hat sich verwandelt. Gell? Und Fähigkeit vielleicht auch der Hingabe, sich der Situation einfach hinzugeben. Ja. Ja. Und auch, was ist wirklich wichtig? Gell? Was nimmt man denn mit eines Tages, wenn man zurückgeht zum Herrgott? Mhm. Man kommt ohne alles, man geht ohne alles, aber das, was man in der Seele gespeichert hat, nimmt man mit und eben nichts Materielles. Die Erfahrungen, ne? Genau. Und was mir bei Norbert und bei der Elisabeth so imponiert, Arzt, Apotheker, man hat ja einen ganzen Tag mit Kranken zu tun. Ja. Also ihr habt es ja so schön erzählt, wie ihr das in den täglichen Alltag auch braucht, damit diesen anspruchsvollen Beruf machen könnt. Gell? Vielleicht hast du das Beispiel noch mal. Das. Ja. Oder ein, zwei Beispiele. Ich habe mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Mhm. Da ist so ein Herr reingekommen, was du kennst, den Louis de Finet. Ja. Und früher, genau, so hat er ausgeschaut. Mhm. Der war richtig so krantig, so ein kleiner Giftzwerg. Da haben wir gedacht, na, von dir lass ich mir diesen Tag nicht versauen und die Kraft wirklich nicht. Ich habe mich bloß hingestellt und gesagt, bitte Bruno, übernimm du das Ganze. Dann hat er erzählt, nach ein paar Minuten sagt er, es geht mir schon besser, ich habe nichts gemacht. Und ein paar Minuten später wieder sagt er, jetzt geht es mir wieder gut, danke für die gute Beratung. Ich habe aber kein Wort gesagt gehabt. Ja? Und in dem Moment habe ich gewusst, also nicht ich muss tun, ich muss es abgeben, muss mir helfen lassen. Mhm. Und das mache ich eigentlich. Ich versuche es eigentlich in alle Gespräche, in alle Patientengespräche so reinzubringen. Ich sage, bitte übernimm du. Und da passieren wunderbare Dinge. Da merke ich richtig, wie die Leute manchmal mir Dinge sagen, die was sie sonst nie sagen würden. Es kommt einfach raus, aber es dient einfach darum, um die Ursache der Krankheit zu finden. Okay. Und da dauert es manchmal 2-3 Minuten, dann wissen wir beide, was die Ursache ist und was man dagegen tun kann. Mhm. Dann ist bloß das Problem, wenn die Leute merken, sie müssen selber was tun, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig, dass man sich in sein Verhalten ändern muss und so, dass man so viel Kraft verliert. Und die erwarten die meisten, also du gehst hier, du wirst beim Arzt da, also du gehst hier, gibst dir die ganze Verantwortung ab und der macht dich gesund. Und das funktioniert halt nicht. Aber manche, die es annehmen können, die erleben wunderbare Dinge. Ja, das haben wir in mehreren Sendungen schon gehabt jetzt auch, dass man das Thema Verantwortung, ich bin für mich selber Verantwortung, ich muss ja, auch wenn diese Wunder der Heilung passieren, das heißt doch noch lange nicht, dass ich sage, ich muss mich gesund ernähren oder Sport treiben oder so, auf meinen Körper aufpassen. Klar, ich kann nicht sagen, okay, jetzt habe ich meinen Körper ruiniert, dann mach du bitte schnell wieder gesund, dann kann ich genauso weitermachen wie vorher. Also das ist, glaube ich, nicht der Sinn und Zweck von dem ganzen Thema. Nein. Geht auch nicht. Das geht ja Hand in Hand automatisch. Kommt man da immer weiter in der Entwicklung und man erkennt viele Dinge, man erkennt plötzlich, was wirklich gut und was schlecht ist. Ja? Oft hat man das Gefühl ja gar nicht, was ist, wenn es nicht was Extremes ist, was Augenscheinliches ist. Aber dass man einfach spürt, das tut mir jetzt nicht gut. Man lernt hineinzuhören in den Körper, ins Gefühl. Wir haben ja immer Angst gehabt, Gefühl zu zeigen. Ja, ja. Man ist Frau und sagt, naja, sicher, du bist nur im Gefühl, du hast ja, na, der Kopf ist irgendwo, Verstand. Und das lernen wir jetzt alles. Auch die Männer dürfen Gefühl haben, ja? Und dürfen weinen. Und das finde ich einfach wunderbar. Ja, ich bin der Vorführer. Und man weint auch viel, wenn man die Kraft aufnimmt, weil ja die Seele gereinigt wird. Ich habe einmal 6 Wochen durchgeheult. Oh. Ja? Also ich habe den Bruno Gröning angeschaut beim Bild und ich habe schon losgeheult. Und dann ist man frei. Was da drinnen war, das weiß ich nicht. Ich habe mich immer gut gefühlt. Ich habe keine Krankheiten gehabt, aber das vielleicht... Es gibt auch Freudentränen, ne? Ja, naja, das waren reinigende Tränen, das muss ich schon sagen. Aber man schaut nicht verheult aus. Das ist auch für mich eine Erkenntnis. Es rinnt einfach und dann ist gut. Ja, aber man kann ja nicht missionieren, man kann ja nur durch Beispiele aufzeigen. Und das machen wir auch in diesen Sendungen, zu zeigen, dass man
eben erst unser Weltbild vielleicht noch ein bisschen Lücken hat, dass man dieses, wie wir diese Realität, wie wir diese Wirklichkeit sehen, vielleicht noch auch anders betrachten kann, dass man noch andere Perspektiven aufnehmen kann und dass Dinge, die hier passieren, weltweit fast tagtäglich, die so auch nicht kommuniziert werden in der Regel. Also ich denke nicht, dass es in 8 Uhr Nachrichten kommt, sind nicht Spontanheilungen oder sehen Erlebnisse. Aber die Menschen sollten, glaube ich, schon das Recht haben, darüber so etwas zu erfahren. Wie erreicht man denn euch? Steht sie im Telefonbuch? Oder natürlich habt ihr wahrscheinlich eine Webseite oder sowas. Vielleicht sollte man die mal kurz einblenden, dass die Leute sehen, wie die Original- oder diese Seite ausschaut, damit man euch erreichen kann. Also im Moment gibt es etwa 3000 Gemeinschaften weltweit. Wir treffen uns in der Regel alle 3 Wochen, um eben gemeinsam diese Kraft aufzunehmen, auch Erfolgsberichte zu hören. Was erleben denn die Freunde im Freundeskreis? Und ganz schön ist immer, die Elisabeth hat das gesagt, Kinder und Jugendliche, weil die haben einfach nur leichteres Denken. Die sind zum Teil auch schon belastet. Das ist die Seite, glaube ich. Genau. Und da ist rechts oben für die Zuseher ist das Kontaktformular und da tragen sie einfach ihren Namen ein und dann meldet sich jemand aus dem Bruno-Gröning-Freundeskreis bei ihnen, lädt sie ein zu einem Informationsvortrag oder zum Dokumentarfilm, wie du das dir angeschaut hast. Und da sind auch Heilungen drauf, die man anschauen kann. Und natürlich etwas weiter unten ist dann ein Link zu unserem YouTube-Kanal und zu Facebook. Auf YouTube haben wir jetzt ganz neu auch einen Ärzte-Informationsvortrag, wo auch Ärzte wunderbar sprechen. Also wer sich da mal, zur Zeit ist ja eher die Online-Zeit, wer sich da mal informieren möchte, da ist in einer knappen Stunde alles wunderbar zusammengefasst, was der Interessierte einfach auch wissen muss. Ja, das ist ja, glaube ich, vielleicht auch Ärzte, die sagen, okay, die, oder Apotheker oder wer immer, der in diesem Heilsystem hier tätig ist, der sagt, ach, das wäre vielleicht eine gute Unterstützung für mich, weil ich bin vielleicht mit den meinen oder anderen Patienten am Ende und jetzt kann ich dem vielleicht doch noch einen guten Ratschlag geben, oder? Ja, mit mir ist ja oft in der Situation, dass jemand da steht, der ist austherapiert. Und früher mit dem Verstand, weil was soll ich das groß machen, gell? Ja, bei dem Arzt, was soll ich das machen? Ich bin ja kein Zauberer. Und jetzt weiß ich genau, also ich habe immer die Möglichkeit, dem zu helfen, dem ich einfach die Kraft für den aufnehme, rüberfließen lasse und für ihn bitte. Und dann entscheide der höhere Instanz, was passiert. Und da passieren teilweise wirklich wunderbare Sachen und das macht Sinn. Weißt? Und wenn das ganze Leben ändert, weil früher, ich kann mich erinnern, ich habe öfters mal im Altenheim geliefert und wenn ich da das Ganze so gesehen habe, das war, ich habe Angst gehabt vom Altwerden. Ja. Und ja, aber das haben viele Menschen. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich keine Angst mehr vor irgendwas, vom Altwerden, vom Sterben, weil ich weiß, was auf mich zukommt, ich weiß, wo ich herkomme, warum ich auf dieser Erde bin, was ich zu tun habe. Das weiß ich alles. Das ist ein Wissen, wenn man diese Lehre umsetzt, dieses geistige Wissen, das intuitive Wissen, das höhere Wissen, das kriegt man dann geschenkt. Das kannst du nicht durch Lesen aneignen, sondern du kriegst das geschenkt. Und das ist das Schöne. Da bist du ein anderer Mensch einfach. Und das ist ein ganz anderes Leben dann. Ja, also ich glaube, diese Veränderungen, diese Zukunft, dieses Wissen, ne, dass es auch noch was kostenlos gibt und eigentlich das, was man am meisten braucht, das gibt es noch kostenlos. Das ist ja erst, das muss man natürlich erst einmal sacken, nicht? Weil wir haben ja konditioniert worden von klein bis von groß, sage ich mal, dass man Leistung bringen muss, dass man permanent irgendwas tun, damit man was dafür kriegt. Und jetzt müssen wir nur sagen, unsere Bereitschaft öffnen, sagen, okay, wunderbar, und dann kriegt man das geschenkt. Also klar, dass das natürlich in unseren Weltbildern ein bisschen vielleicht auf der einen oder anderen Widerstand trifft, aber ich glaube, dass die Menschen schon mehr spüren, hilfreicher werden, dass die sagen, okay, vielleicht ist da doch noch mehr. Vielleicht ist dieser wissenschaftliche Zweig, den wir jetzt dazu eingeschlagen haben, dass wir alles andere, was geistig ist oder was nicht greifbar ist, negieren, vielleicht doch nicht der richtige Weg. Ne? Und ihr seid ja da ein lebendes Beispiel dafür, dass es doch noch mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir bisher, sage ich mal, oder gedacht haben, das gibt es doch nicht, dabei gibt es ja. Oder? Ja, da ist jetzt eben die Elisabeth für mich so wunderbar, weil es die Ärzte ja wahrscheinlich sehr viele da gibt, die schon auch warten darauf, dass sie sich das erlauben dürfen, auch so zu spüren, weil es gibt ja berufene Ärzte, die den Leuten auch helfen wollen. Und wenn sie diesen Kanal dann öffnen dürfen und nicht mehr geächtet werden, das ist eine Riesenbefreiung, denke ich. Genau, und da bin ich überzeugt, dass das so laufen wird. Weil physisch sich zu outen in einen Bereich, wo man gar nicht weiß, was kommt auf mich zu, bei den Vorträgen, ich habe so viele Vorträge gemacht, es war kein Arzt dabei, im Ausland wohl, in der Türkei sind viele, Zypern und so. Aber so wie du jetzt sagst, es ist einfach, da kann man sich einmal informieren, in aller Ruhe, und ich kann mir alles anschauen. Und wir haben überall dieses Emblem von Bruno Gröning drauf, was der richtige Sender ist. Sein hellblaues Emblem von Bruno Gröning rechts oben. Und da kann man
Stunden verbringen. Das zieht dann ja richtig rein. Ich erwarte mir, dass Ärzte kommen, und zwar viele. Ja. Ja, sehr schön. Ja, wir könnten ja noch stundenlang über diese Heilungen, über diese, ja, ich habe ja wie gesagt 18.000 Berichte, aber lasst mal dann die Menschen selber mal jetzt zu euch kommen und euch das euch entdecken. Und wir sind leider schon wieder am Ende der Sendung angekommen und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, dass ihr das möglich gemacht habt, dass ihr kommt und dass wir über diese Dinge sprechen. Und ich bedanke mich auch bei den Zusehern, dass sie wieder mit dabei waren bei Wurzelheimat. Und freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn wir diesen Talk ins Unbekannte angehen. Danke. Danke. Wir gehen Gedanken auf der Straße entlang. Frag mich, warum sind so viele Menschen heute krank? Kann einer mehr, ist heute so gesund, wie es sich gehört. Kann es sein, dass keiner in sich eine hört? Alles, was uns reizt, ist heute ausschließlich für'n Kopf. Drum haben wir bald auch schon einen Knopf drin im Kopf. Das Gefühl für'n Körper geht als Kind oft verloren und drum fliegt uns später auch so viel um die Ohren.